Hallo, und da sind wir wieder. Bei Rise of the Tomb Raider mit mir, Le Gemeu. Und meinem. Ja. Egal. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Wir wollten eigentlich gerade da hoch, aber mir ist aufgefallen, vielleicht. Konnte ich ja doch hier. Konnte ich doch nicht? Das sah aber so aus, als ob man da hochklettern konnte. Okay, jetzt sieht es überhaupt nicht so aus. Gut, dann. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte nämlich, man könnte da tatsächlich hochklettern, aber. Nee, kann man nicht. Wir schauen uns nochmal das Gebilde an, wo wir gleich hochklettern werden. Wir sehen es ja schon. Da. Und nähern uns zum Finale. Mal gucken, wie lange das Spiel denn noch ist. Natürlich werden wir noch hier und da einen kleinen Ausflug machen. Ich glaube, wir wurden auch noch nicht gewarnt, dass es wirklich sich dann um das Ende handelt von dem Spiel. Ja, wir machen das mal ein bisschen geschickt. So, und dann teilen wir da auch noch einen Pfeil hin. So. Und da auch. Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal hier unten einen hin und da oben einen hin. So. Uah, das sah gerade komisch aus. Immer schön gucken, wo sie hinzeigt und dann drücken. Wir hatten ja schon... verdammt. Huh, da wäre es fast schon oft wieder vorbei gewesen. Wir hatten nämlich schon mal einmal das Problem gehabt. Oh, was? Und nun? Ah, okay. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass wir das jederzeit machen können. Ich dachte schon, wir müssen immer... Wow. Erst festlegen, wo wir hinschießen und dann... das machen. Okay. So, wir halten uns fest. Und wir sollten uns beeilen. Weil da ist jetzt nicht so sicher das Ganze. Hier wird kräftig mit Katapulten auf was auch immer geschossen. Wahrscheinlich auf Trinity, aber wir ganz in Ruhe schauen uns noch. Tusk with delicate carvings. Something unusual about the pattern. Das Elfenbeinschnitzerei. Das Muster soll seltsam sein. Das ist eine Landkarte oder Staaten. Da steht was geschrieben. It's a map. Ja, es ist eine Karte. It shows a path through the mountains to Katesh. Could have used this earlier. Ja, gut, dass wir es hier gefunden haben. So, wir suchen außerdem noch diese Statue, aber ich glaube, wir haben die einfach übersehen, sonst hätten wir die schon längst wahrscheinlich gesehen oder so, weiß ich nicht. So, wir müssen hier weiter, deswegen machen wir das auch. Zack. Und sicherheitshalber, zack. Und weiter rauf. Was wird uns hier erwarten? Ein epochaler, epischer Kampf. Ja, er ist nicht nur episch, er ist auch epochal. Da sehen wir es. Da ist so eine lustige... ja, wie sagt man? Wand. Und... upsi! Ich hoffe, es ist richtig, hier hochzuklettern. Ich weiß gerade nicht. Einmal ums Eck, bitte. Gleich werden wir, bestimmt werden wir gleich abgeschossen. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Na? War schon knapp. Tschüss, Statue. War nett, eine Bekanntschaft gemacht zu haben. Wir haben es aber eilig. Oder sowas in der Art. Dann geht es hier schon mal weiter mit einem beherzten Sprung. Hui! Zack. Uiuiuiuiuiui. Oh, das sehen wir auch hinten. Da geht es schon gleich wieder weiter. Wo wir nicht über alles hin müssen. Können wir das leicht benutzen? Mir passiert wahrscheinlich nichts, wenn wir dran ziehen, oder? Oder ziehen wir es jetzt runter? Nein, passiert gar nichts. Ist wahrscheinlich eher für später gedacht. Wir müssen uns hier eh noch ein bisschen rumhangeln. Ich schaue noch mal kurz, ob wir hier irgendwas finden. Nee, schauen wir nicht. Eine Herausforderung haben wir noch hier. Und zwar Überlebenspakete. Ja, das ist zur Not später. Im Anschluss. Dann wollen wir hier erstmal weitermachen. Ach, ich mach das lieber im Vorfeld. Keine Ahnung. Sicher ist sicher. Das ist jetzt nichts. Nee, ist es nicht. Und hopsi! So. Einmal um die Säule herum, bitte.
Okay. Ich hoffe, das erreichen wir. So. Keine Ahnung, wo wir da hinklettern müssen, aber wir werden es herausfinden. Na, zeig bitte hin. Okay. Müssen wir denn da hoch? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen da rüber. Deswegen war es vollkommen unnötig, das dahin zu schießen, aber darüber. Jetzt. Whoopsie. Okay. Soweit so gut. Wir hören hier überall Kampflärm, aber wir sehen überhaupt niemanden oder nichts. So, hier. Ah, jetzt können wir das machen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es so wirkt, als ob es... es ist so nah an der Decke. Aber gut, da unten ist diese Wand. Ah, schau mal an. Keine Ahnung, ob wir das jetzt vorzeitig... Wir machen das mal sicherheitshalber. Nicht, dass wir dann hier nicht in Versuchung geraten, aber dann abstürzen, wenn wir das nicht machen. So, und dann, zu guter Letzt, holen wir einen kräftigen Schwung. Haha, schlau von uns. Aber wohl, wir hätten das auch andersweitig benutzen können. Wir hätten uns da auch wirklich festmachen können. Ob ich das jetzt richtig gesehen habe. Da ist nichts, ne? Das ist einfach nur Grapple. Jetzt sagt mir nicht, dass die mit ihren eigenen Katapulten. Auf was schießen die? Auf Kitesh? Das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn das nicht Trinity ist, die da rumballern, verstehe ich nicht, warum es die Unsterblichen machen sollten, ihre eigene Stadt zu zerstören. Das wirkt nämlich so, dass die gerade hier alles kaputt schießen. Und warum sollten sie das tun? Hassen sie ihre Stadt so sehr? So. Wir müssen uns natürlich beeilen, vor Trinity da sein. Ich glaube, theoretisch haben wir es eigentlich total schon verbockt, weil wir uns so wahnsinnig viel Zeit gelassen haben. Okay. Lasst uns mal kurz gucken. Das ist eine Eisfläche. Können wir auch ranspringen? So, komm, auch mit dir. Gut, und wir haben hier noch ein beschädigter Turmbasislager. Ach, der ist doch eigentlich so kaputt. Dem geht's doch gut. Sagt sie noch was? Nein, sagt sie nicht. Ist okay. Dann lassen wir das halt so stehen. Ja, wo springen wir jetzt ran? Geradeaus zu wahrscheinlich. Aufstieg. Erreichen Sie die Spitze des Turms und dann kämpfen wir gegen Konstantin und einem Super Spezialwächter. Oder Konstantin, der von Super Spezialwächterkräften von der Heiligen Quelle. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ist nicht schlimm. Hat uns sogar den Weg erleichtert. Also ich nehme mal an, wir kämpfen dann gegen Konstantin, der in die Quelle gefallen ist, in die Heilige. Oder sowas in der Art. Okay. Ist das Trinity? Nee. Das sind die Wächter, glaube ich. Oh, damit. Ja, der hat's. Hallo, der klettert in voller Rüstung da hoch. Aha. Und sie haben sie nicht gesehen? Warten die da oder was machen die denn da? Also, ich glaube, das ist wieder ein Grafikbug, dass das überhaupt wer war. Da ist gerade jemand reingegangen. Okay, jetzt sieht es schlecht aus. Ja, dann müssten wir uns beeilen. Ja, irgendwie ist das verbuggt. Okay. Wie gesagt, da sind irgendwie ein paar krasse Bugs drin in dem Spiel. Finde ich gerade sehr merkwürdig. Wir sind ja da oben, die hängen da einfach fest.
Eigentlich wollen wir genau hier rum. Wenn das hier alles rausbricht. Okay, der klettert sogar noch richtig. Alter. Also normalerweise hätte sie hochspringen sollen und sich festhalten, aber es ging gerade nicht. Machen wir es halt. Okay. Leider sind da so ein paar Bugs, wie gesagt. Okay, Lara. Noch ein paar Kunsthangelstückchen hier. Toll. Wollte gerade gucken, was da passiert. Und jetzt weiß ich nicht, was los war. Ich dachte, wir können zur Seite springen, weil da das Eis gebrochen ist, aber irgendwie ist sie erstens von alleine gesprungen. Okay, jetzt hat es funktioniert. So. Einfach geradeaus weiter. Wir kriegen das schon hin. Einfach geradeaus weiter. Schön am Kreuz festhalten. Alter Scheiße. Ja, den haben wir schon vorhin gesehen. Können wir ihn kaputt hauen mit... Oh oh. Oh, ich dachte schon, der hätte uns doch erwischt. Hui. Beim Kreuze des Propheten. Eigentlich hat Trinity ja gar keine Chance gegen die, wenn man mal genau überlegt, weil Trinity kommt ja nicht immer wieder. Die haben ja auch nur begrenzte Ressourcen. Aber trotzdem schafft es Anna und Konstantin da hoch. Ja, die haben Hubschrauber. Sophia, where are you? Schießt da gerade. Schau mal. I see you, Lara. We'll do whatever we can to support you from here. Man hat die gute Augen. Thank you, Sophia. I'll take whatever help I can get. Na? We got a man down. She's reloading. Shoot her. She was reloading. Also, ich habe nachgeladen. Her damit! Her damit! Oh, Pilze! Das ist komisch. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die... So. Ach du Penner, warum konntest du nicht mitkommen? Na, komm, bring dich. Bitteschön. Ich denke, der kann uns da einfach so fertig machen. Wir können aber zurückwerfen, das sollte er wissen. So, Explosivpfeile, Herbs. Also eigentlich sind diese Giftpfeile die besten. Wenn man mal überlegt, weil die hauen ziemlich rein auf jeden Fall. So, habe ich hier irgendeine... Ja, habe ich. Schade, leider hat es nicht gereicht, die alle fertig zu machen. Den kann ich nicht ausrauben. Also es gibt, glaube ich, Trophäen, wenn man 5 auf einmal... Ich hätte vielleicht auch eine Schrotflinte nehmen sollen. Nehmen wir mal. Ich krieg ja auch noch ein... Wenn ich 3 oder 2 auf einmal schaffe, weiß ich nicht. You have to get to cover. We're about to fire and you're out in the open. I can't stop now.
I'm close. I have to go through. Okay, ich dachte, ich soll jetzt wirklich in Cover gehen, aber nein. Wir laufen hier durch. Aua. So, okay. Now, she's really got a flanking position. I'm under fire. Das ist so weit. Oh, verdammt. Sorry. Sag sorry. Dafür, dass ich hier aus Versehen quasi. Also, ich wollte ihn nicht mit der Schrot. Mit dem Fall im Bogen platt machen, sondern. Mit der Schnellfeuerpistole habe ich leider den falschen Knopf gedrückt. Wir sammeln hier gerade hauptsächlich nicht Munition ein, aber. Mist! Mann, ich drücke immer den falschen Knopf. Alter! Geburtstag irgendwie hoffentlich Granaten bekommen. Oh shit. Alter, wo kommen diese Granaten her? Hell of a shot. Okay, wir recovern uns mal kurz. Wir haben noch genug Giftpfeile. Wir haben gerade hier ein bisschen raufgeräumt. Ist hier irgendwas versteckt? Nein, hier brennt es nur. Vor sich hin. So, Schrotflinte machen wir natürlich. Laden wir auf. Hier ist noch ein Bildnis des Propheten. Des Propheten hier. Na, okay, hier waren wir ja schon. Walkie-Talkie nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir es. Okay, das könnten wir wahrscheinlich auch brauchen. Wieder ein paar Blättchen. Kein Zurück mehr. Hinter diesem Punkt gibt es kein Basislager mehr. Danach sind schnelle Reisen und Spieler-Upgrades nicht mehr möglich. Okay, das ist der letzte Punkt. Wenn wir den überschreiten, dann ist es vorbei. Jetzt haben wir die Bestätigung. Deswegen, ich werde wahrscheinlich doch nochmal schnell zurücklaufen. Und uns ein paar Sachen holen, die wir noch zu holen haben. Ist nicht mehr viel, deswegen. Drachenfeuerpatronen, Holzsplittergeschosse. Ist egal, ich mache einfach die Granaten und so weiter und so fort. Habe ich Fertigkeit Grenadier gelernt. Da schmecken die Granatäpfel gleich mal besser. So. Also wie gesagt, hier haben wir eh nichts mehr, was wir machen können, außer eben die Bögen abzugraden, die wir nicht benutzen. Einfach alles hoch zu leveln, was noch da ist. Machen wir mal einfach zack. Jo, alter Hornbogen. Wechseln trotzdem zum Compound. Den Revolver. So. Ah, wir müssen die nicht mal ausrüsten. Schnelllader, zack, fertig. Revolver, Schnelllader. Und wir bleiben erstmal trotzdem bei der schweren Pistole. So, das war das. Und ja, dann tut es mir im Herzen weh. Aber wir werden kurz zurückreisen in... Ja, wohin denn? Ins Basislager. Ich mache mal eine kurze Tour.
Wir gehen nicht ins Basislager, das wäre blöd. Wir gehen zuerst ins geothermale Tal. Und dort suchen wir... hier ist es. Holen wir uns noch die letzte Belohnung und dann gehen wir erst zu dem Typen. Also bis dann. Bis gleich.